Persönliche Nachricht vom 21. November 2018 betreffend Botschaften von Jesus durch Schwester Claire. Liebe Brüder und Schwestern, hier eine kurze Klarstellung bezüglich den Botschaften von Jesus an Schwester Claire, damit es keine Missverständnisse gibt bezüglich unserer persönlichen Nachricht gestern. Wir haben nicht gesagt, dass wir diese Botschaften nicht mehr übersetzen und veröffentlichen werden. Die Aussage lautete, dass wir Botschaften, die neue Lehrinhalte oder aktuelle Informationen zu Weltgeschehnissen beinhalten, auch weiterhin übersetzen und aufbereiten werden. Aber nicht mehr grundsätzlich jede einzelne Botschaft, wenn ihre Lehrinhalte bereits in einer früheren Botschaft in ähnlicher Form vorhanden sind. Wenn ihr die älteren Botschaften, welche im Übrigen auch jetzt topaktuell sind, noch nicht kennt, nehmt euch doch unsere 700-Video-Playliste zur Hand und arbeitet euch dadurch. Es sind göttliche Goldkörner enthalten in jeder Botschaft und ich danke Jesus von ganzem Herzen für seine großzügigen Gaben an uns. Jesus, wir lieben dich. Den Link zur Playliste findet ihr am Ende dieses Videos. Bitte betet für Schwester Claire und ihr Team. Gestern wurde ihr Kanal auf der Plattform Vimeo auch gelöscht, der erst vor circa 3 Wochen neu aufbereitet wurde, nachdem YouTube ihren Kanal gelöscht hat. Die Zeiten sind heftig und der Widerstand gegen alles Wahre wird immer größer. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn wir etwas Neues erfahren. Ihre Webseite in Englisch lautet heartdwellers.org. Bitte betet auch für den Schutz unseres Kanals und unserer Webseite und ladet so viel wie möglich herunter. In herzlicher Verbundenheit, Shaki und Familie.